بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Wahrscheinlich hat jeder von den Vorfällen in Köln gehört in der Silvesternacht, wo wohl nordafrikanische Männer viele, viele Frauen begrapscht haben. Und natürlich, wer ist schuld daran? Der Islam, laut deutschen Medien. Das heißt, da wurde extra zum Beispiel Hamid Abdussamad, seine These ist ja immer, dass der Islam schuld ist. Ja. Weil der Islam, und der hat natürlich dann auch einen Beweis, weil bei den Demonstrationen beim Putsch gegen Mohammed Morsi im Jahre 2013, ja, da wurden ja auch Frauen begrapscht und vergewaltigt von arabischen Männern. Übrigens, das waren diejenigen gewesen, die gegen ein islamisches System in Ägypten gewesen sind. Also die, die gegen den Islam waren, beziehungsweise gegen ein islamisches System, haben Frauen begrapscht, also die, die nichts mit dem Islam zu tun haben, und die gegen ein islamisches System waren, haben Frauen begrapscht bei einer Demonstration gegen einen, in Anführungsstrichen, islamistischen Herrscher. Und deswegen ist der Islam schuld daran. Das ist natürlich die Logik von Hamid Abdussamad, ist ja auch klar. Bei ihm geht ja auch die islamische Welt unter, ja, weil die Wasserressourcen in den nächsten 1000 Jahren in den arabischen Ländern vergehen werden. Und daran ist natürlich bei ihm auch der Islam schuld. Ja, das ist halt bei ihm so. Er kommt wahrscheinlich selber sonst mit seinem eigenen Leben nicht klar. Der braucht einen Sündenbock für sein verkorkstes Leben. Dann haben wir noch Ahmed Mansour. Soweit ich gehört habe, muss er auch in einem Kommentar etwas darüber gesagt haben. Das liegt an der Macho-Kultur im Islam, bla 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 bla. Dann haben wir hier eine Frau, die wirklich also Sachen von sich gegeben hat. Da fällt einem nichts mehr ein. Naja, auf jeden Fall. Jetzt lese ich mal was anderes vor. Ja. Der Islam war ja schuld, angeblich, weil besoffene Muslime, wo man im Islam ja eigentlich keinen Alkohol trinken soll, beim Silvester feiern, obwohl man im Islam eigentlich kein Silvester feiert, Frauen begrapscht haben, obwohl jeder Muslim weiß, dass das nie im Leben erlaubt ist. Jetzt haben wir hier Stern.de, sexuelle Belästigung, SC Paderborn, Spieler soll sich vor Frauen entblößt haben. Hier geht es um einen Bundesliga-Fußballspieler. Dieser Bundesliga-Fußballspieler, beziehungsweise zweite Bundesliga, Nick Proschwitz, ja, soll sich also vor einer Frau im besoffenen Kopf entblößt haben. Daraufhin wurde er suspendiert vom Verein. So. Jetzt eine Frage. Hat man irgendwo in den Medien gehört, welcher Religion, beziehungsweise welcher Religionsgemeinschaft dieser Nick Proschwitz angehört? Wer Jude ist, Katholik ist, Protestant ist, Orthodox, Hindu, Buddhist. Was ist er denn? Folgt er dem Taoismus? Ist er vielleicht von Scientology? Hat irgendjemand gehört? Ist er Atheist eventuell? Hat irgendjemand gehört, welcher Religionsgemeinschaft er angehört? Nein. Hat irgendjemand gehört, dass er das gesagt wurde, ja, das liegt bestimmt daran, weil er Fußballspieler ist und Fußballer ist ein Männersport und deswegen das Macho-Gehabe, deswegen hat er sich vor der Frau entblößt. Nein. Sondern dieser Spieler, der dieses Verbrechen getan hat, begangen hat, der wurde dafür zur Rechenschaft gezogen. Kein Stefan Effenberg, nicht die Fans vom SC Paderborn, nicht die Fans der anderen zwei Bundesliga-Vereine, keine anderen Spieler von zweiten Bundesliga-Vereinen, keine Fußballspieler aus den ersten Vereinen, sondern dieser spezifische Spieler wurde für seine spezifische Tat verantwortlich gemacht. Und keiner hat erzählt, jetzt müssen wir wütend sein auf die Fußballspieler. Jetzt kommt eine Sana Ramadani, eine Frauenrechterin. Die setzt sich also für die Menschenrechte ein. Und das wird in einer deutschen Zeitung, und zwar Die Welt, wird das veröffentlicht. Und da muss man sich dann fragen, ob das, was hier publiziert wird, Hetze ist oder nicht. Man muss sich einfach mal die Frage stellen, ja? Ob das Hetze ist. Das heißt, ob das eine unsachliche Aussage ist, die dazu dient, ganze Bevölkerungsgruppen zu diffamieren, zu dämonisieren. Also,
Eine Frau, die keine Ahnung vom Islam hat, die Feministin Sama Ramadani kämpfte als Aktivistin der Femenbewegung für Gleichberechtigung. Oh, oh. So, jetzt. Nach den Exzessen der Welt, der Silvesternacht, auf wen soll man wütend sein? Das ist die erste Frage. Auf wen soll man wütend sein, wird sie gefragt. Auf Araber, auf Muslime, auf Männer ganz allgemein? Auf wen denn? Warum hat man die Frage nicht bei, wie heißt der, Nick Proschwitz oder wie er heißt, gestellt? Soll man jetzt sauer sein? Auf wen soll man jetzt sauer sein? Soll man sauer sein auf Nick Proschwitz? Soll man sauer sein auf den SC Paderborn? Auf Stefan Effenberg? Auf den ganzen Verein? Auf die Fans? Auf die zweite Bundesliga? Auf die erste Bundesliga? Warum hat man die Frage nicht gestellt? Weil es ganz logisch ist, dass man nur auf den Täter wütend sein muss und nicht auf irgendjemand anderen. So. Jetzt kommt die Antwort. Das wird in einer deutschen Tageszeitung veröffentlicht. Das heißt, im Internet gibt es täglich hier bei Die Welt neue Artikel. Ja. Ganz klar, Sana Ramadan, jetzt kommt die Antwort, ganz klar, auf Muslime, wo man noch gar nicht unbedingt wusste oder weiß, ob das wirklich Muslime gewesen sind. Ja. Nicht nur auf die muslimischen Männer, und jetzt geht's weiter, auch auf die muslimischen Frauen, vor allem auf die muslimischen Mütter. Das Frauenbild, das uns in der Silvesternacht entgegenschlug, wird im gesamten islamischen Kulturkreis gelebt. Ach ja, in wie vielen islamischen Ländern waren sie schon? Also im gesamten islamischen Kulturkreis wird gelebt, dass man sich besäuft und dann Frauen antatscht. Nämlich in jedem islamischen Land würde man dafür bestraft werden. Ja? Ja. Aber hier, es ist ja interessant. Drehen wir das Ganze mal um. Weil, aber natürlich, wenn wir sowas sagen, dann hetzen wir ja. Das ist, also wir hetzen, wenn wir klar machen, was hier für ein Schwachsinn fabriziert wird. Dann heißt es, schaut mal, ihr Muslime, diese Salafisten, die schaden euch. Ja, die hetzen, wir hetzen nicht. Wir differenzieren. Wir differenzieren, wir machen keinen Deutschen dafür verantwortlich, sondern wir machen den Deutschen dafür verantwortlich, der so einen Schrott schreibt und publiziert. Ja, nämlich hier Die Welt, keine andere Zeitung. Übrigens der Fokus, auch Locus genannt, haben an dieser Stelle ein Interview veröffentlicht von einem türkischen Atheisten, der gesagt hat, dass das nichts mit dem Islam zu tun hat. Ja, und ich bin der Letzte, der den Fokus in Schutz nimmt. Ich will es nur betonen. Das heißt, wir differenzieren. Wir pauschalisieren nicht, wir differenzieren. Und das braucht man auch in dieser Debatte. So. Stellt euch mal vor, ja, man würde dieselbe Frage gestellt kriegen und man würde sagen, so, weil Nick Proschwitz oder wie er heißt, vom SC Paderborn, eine Frau sexuell belästigt hat in der Türkei, müssen wir jetzt sauer sein auf Stefan Effenberg? Müssen wir sauer sein auf die ganzen Fußball? Und wir müssen den Fußball einschränken. Fußball ist gegen Gleichberechtigung. Jetzt müssen wir in jede Fußballmannschaft in die Abwehr eine Frau setzen, ins Mittelfeld eine Frau setzen und in den Sturm eine Frau setzen. Denn so ist das ein Macho-Sport, das muss geändert werden, da muss man was gegen tun. Was würde man sagen? Man würde sagen, du brauchst eine Zwangsjacke, wenn du so einen Schwachsinn erzählst. Aber so ein Blödsinn, aber so ein Blödsinn wird hier veröffentlicht in vielen deutschen Zeitungen. Von einer ganz, die scheint ganz hängen geblieben zu sein, die erzählt auch ihre schwere Kindheit. Klar, das ist meistens so. Tut uns sehr leid für Sie, Frau Sana Ramadani, dass Sie so eine schwere Kindheit hatten mit so einer Mutter, die Sie sogar im Kindergarten schon Hure genannt hat. Ja, die scheint ja sehr viel mit dem Islam zu tun gehabt, steht auch hier in dem Artikel. Ja. Ja, nur Sie müssten mal wach werden und merken, dass das Problem, was Sie zu Hause gehabt haben, nicht unbedingt das Problem aller Muslime ist. Was ist das Ende vom Lied? Was ist das Ende vom Lied? Was müssen wir Muslime tun? Wir Muslime müssen das den Nicht-Muslimen klar machen, deswegen auch dieses Video. Und wir müssen gerecht bleiben, fair bleiben, wissen, dass nicht jeder gegen uns ist, nicht jeder so einen Schwachsinn verbreitet, sondern wir müssen immer mit der Gerechtigkeit sein. Denn das ist ein Grund, warum der Koran herabgesandt wurde. Ja? So. Aber auf derselben Zeit sollen die Nicht-Muslime auch mal etwas tun, mal etwas dagegen sagen. Und ich sage euch, liebe Geschwister, wenn ihr solche Zeitungen lest, dann schreibt Kommentare in die Kommentarspalten. Macht Videos zu Hause, wo ihr euch selber aufnehmt und sagt, dass ihr gegen solche Taten seid. Denn es wird gerade versucht, die Menschen, die Muslime aufsetzen, indem man ihnen erzählt, Muslime seien für Massenvergewaltigung so ein Schrott. Übrigens, man kann ja mal zum Beispiel hier weltweite Vergewaltigungs Dinge angucken und nicht von irgendwelchen getürkten Seiten, gefakten Seiten,
die dann versuchen, darüber gegen die Muslime zu hetzen, mit irgendwelchen Zahlen kommen, die keinen Hand und Fuß haben. Sondern hier habe ich zum Beispiel von der Uni Freiburg, u-asta.unifreiburg.de, ja, Zahlen und Fakten. Und da wird ganz klar, dass es Gewalt in der Ehe überall gibt, dass es Vergewaltigung überall gibt und dass zum Beispiel in Peru hier sexuelle Übergriffe gegenüber Kindern sind weltweit erschreckend häufig. In einer Studie mit 1216 bis 17 aus Genf haben 20% der Mädchen, gaben 20% der Mädchen an, mindestens einmal einen sexuellen Übergriff erlebt zu haben. In Peru, kein islamisches Land, gab eine Studie mit 12- bis 16-jährigen schwangeren Mädchen, dass 90% von ihnen durch eine Vergewaltigung schwanger wurden. Ja? Kulturelle und religiöse begründete Gewalt, wie gesagt, das gibt es überall, das gibt es in allen Ländern, unter allen Religionen und hat absolut nichts mit Islam zu tun. Das ist verboten in jeder Religion, zumindest soweit mir bekannt ist. Es ist im Judentum verboten, im Christentum verboten, im Islam verboten. Da gibt es auch keine Meinungsverschiedenheit. Kein Imam in Deutschland würde einem erzählen, dass man auf die Straße gehen kann und man darf hier die Frauen anfassen. Selbst wenn sie einverstanden damit wären, nicht. Weil es im Islam verboten ist, unehelichen Geschlechtsverkehr zu haben, beziehungsweise eine Frau, mit der man nicht verheiratet oder blutsverwandt ist, milchverwandt ist, anzufassen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.